Wenn Sie in Ihrem Urlaub oder auf der Familienfeier viele Videos aufgenommen haben, die nun in verschiedenen Ordnern auf Ihrem Computer gespeichert sind, möchten Sie sie vielleicht zu einem zusammenfügen. So können Sie mehrere Clips auf einmal teilen oder einen einzigen Film anschauen, ohne zwischen den kleineren Dateien hin und her wechseln zu müssen. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Clipify, einem leistungsstarken Videobearbeitungsprogramm, im Handumdrehen ein Video zusammenfügen können. Starten Sie das Programm. Wählen Sie Neues Projekt und dann Leeres Projekt. Fügen Sie Ihre Dateien zur Zeitleiste hinzu, indem Sie auf den Button Videos und Fotos hinzufügen klicken. Wenn alle Dateien im Projekt sind, ordnen Sie sie so an, wie Sie möchten, indem Sie einen Clip an den gewünschten Platz ziehen. Einfache Übergänge werden standardmäßig zwischen den Clips eingefügt. Im Reiter Übergänge können Sie sie mit anderen aus der eingebauten Sammlung tauschen oder Sie klicken auf den Button Zufällige Übergänge und lassen sich die Entscheidung von der Software abnehmen. Das war's. All Ihre Clips sind nun zusammengefügt. Wenn Sie allerdings mehrere Videos zusammenfügen und keine Übergänge verwenden möchten, müssen Sie eine andere Methode benutzen. Um das zu tun, wählen Sie den Übergang aus, den Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf den Button „Ausgewählte Übergänge löschen“ in der Werkzeugleiste oder klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Übergang löschen“. Nun können Sie sich das Ergebnis in der Vorschau ansehen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button Video erstellen, um die zusammengefügten Videos als einen Film zu speichern. Wählen Sie die gewünschte Exportoption. Exportieren Sie das Video, um es auf Ihrem PC anzusehen, brennen Sie es auf DVD oder erstellen Sie ein Video für Social Media. Jetzt wissen Sie, wie Sie mehrere Videos zu einem Clip zusammenfügen. Laden Sie Clipify herunter und fügen Sie Videos ganz einfach zusammen.